Fernticket holen. Bei ihm da, bei Dumbo. Ja? Hallo. Willkommen bei den Inselfähren. Mach 12 Kasches. Boah, aber wo knapp jetzt ist das. Hat oh, das nicht. Also ein Kreidedom könnt ihr ja. Na, jetzt gehen wir mal auf die Zitadelleninsel. Du besitzt eine Fahrkarte für die Fähre. Oh yeah! Zum Kreideturm, genau, da müssen wir auch noch hin. Da gibt's dann nur Aufgabe Nummer 2, was ich mittlerweile schon gar nicht mehr weiß. Aber da müssen wir auch irgendwas machen. Auf jeden Fall zuerst will ich eigentlich die Prüfung des Heilens machen. Weil die scheint irgendwie wichtiger zu sein. Und dann machen wir den ganzen restlichen Müll. Okay, fahren wir mal zur Zitadelleninsel, reparieren wir mal das Auto, besuchen wir Zoe. So heißt sie nämlich, glaube ich, unsere Frau. Fällt mir gerade wieder ein. In Ordnung, Herr Twinsen. Gehen Sie an Bord. Gute Reise. Aber sehr geil, wenn man Spuckrohr, das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Also, mir kommt vor, man hat einmal auf jeden Fall viel mehr Gegenstände jetzt schon, als man im ersten Teil hat. Was hat man im ersten Teil? Da hat man eigentlich nur den Ball, oder? Und den aggressiven Modus. Jetzt haben wir schon Ball, aggressiver Modus plus Spuckrohr. Wir haben schon wesentlich mehr. Okay, zuerst hat Zitadelleninsel auf jeden Fall auch noch Marco geschrieben worden. Beim Kreidedom, ja, das wird vermutlich irgendwas bisschen Schwierigeres dann sein. Mann, sie winkt, ist das geil. Und die Fähre ist irgendwie auch ziemlich abartig, ist voll das Speedboat. Inwieweit ergibt es Sinn, dass die Fische mit dem Speedboot springen? Das Speedboot ist ja abartig schnell. Wie können die Fische auch so schnell sein? Schwachsinn. Okay, da wieder das geile verpixelte Wasser. Aber ich find's trotzdem gut. Und dann gehen wir jetzt zu Zoe. Einmal jetzt da das Lenkrad vorbeibringen. Weil ich hoffe, wir müssen dann nicht schon wieder ein Fernticket kaufen. Wo müssen wir denn da jetzt eigentlich hin genau? Oh, da müssen wir da... Ah, da ist der Kreideturm. Ah, für den... Ah, okay. Also da ist eigentlich bei der Zitadelleninsel, da müsste man da sowieso ein eigenes Fernticket dann noch kaufen, damit wir da rüberkommen. Außer wir können irgendwie... Vielleicht kann unser Wasser schwimmen, vielleicht haben wir so ein Amphibienfahrzeug oder so. Das wäre natürlich auch geil. Dann brauchen wir da nicht endlos Cashes ausgeben für sinnlose Ferntickets. Die was ziemlich teuer sind irgendwie auf Dauer. Okay, und da hinten, glaube ich, ist eh schon das Auto, oder? Komm schon, ja, yeah, da ist es. Und? Lenkrad! Er macht irgendwie gar nichts. Okay, dann geben wir das Teil Zoe. Wo ist denn die? Ist die noch beim Dinofly drüben? Ja. Okay. Warum repariert sie das eigentlich? Sie ist hochschwanger. Warum macht Twinsen das nicht? Was für ein Mann! Oh, danke, Twinsen. Damit kann ich den Wagen reparieren. Ach, übrigens. Baldino hat gerade angerufen. Er hat gesagt, dass er vergessen hat, dir ein Funksprechgerät mitzugeben. Es wäre ihm recht, wenn du bei ihm vorbeischauen würdest, um es abzuholen. Ich kann doch nicht schon wieder zurück. Ich hab kein Geld mehr. Wie viel Geld haben wir denn? 4 Kaschisleime. So, dann reparier mal. Hast du eine Möglichkeit gefunden, den Dinoflat? Ich habe beschlockt. Twinsen, hast du übrigens... Nein, noch nicht. Na, es war irgendein wichtiger Dialog. Oh Gott, ich hab gedacht, sie sagt denselben Mull. Moment. Gefunden, den Dinofly zu heilen? Ich habe beschlossen, Magier zu werden, um den Dinofly selbst heilen zu können. Twinsen, sobald ich das Auto repariert habe, funke ich dich mit dem Walkie-Talkie an. Hast du übrigens schon das Funksprechgerät bei Baldino abgeholt? Nö. Nein, noch nicht. Okay, boah, schon wieder mit der Fähre zurück. Das ist ein ganz schönes Hin und Her, muss ich sagen. Ich habe gerade Geld momentan für Fernkarten. So eine Scheiße. Gehen wir mal da zu den Vasen hin. Vielleicht ist da ein bisschen Cashes drin. Wo ist eigentlich der Hase mit dem Motorrad hin? Der ist irgendwie da auch weg. Der war da drin. Der hat gemeint, wenn der Regen vorbei ist, wenn ich mich noch recht erinnere, dann nimmt er uns mal mit. Und das weinerliche Kind ist irgendwie auch weg. Irgendwie ist alles weg. So, jetzt hat man wieder 7 Cashes. Wie viel kostet der Schmarrn von Fähre? Weil ich glaube, wir müssen jetzt das Walkie-Talkie holen, dann wird sie uns anrufen, dass das Auto repariert ist und ja, dann geht halt irgendwas anders weiter. Hallo,
Willkommen bei der Inselfähre. Herr Twinson, halt's mal. Ich kann für 10 Cash das irgendwo hinführen. Ich bleibe hier. Wir haben noch kein Geld. Bitte lass da 3 drin sein. Na, da war eins drin. Ich glaub's ja nicht. Was ist das für eine... Kriege ich irgendwo noch extrem viel Geld? Ah, zum Nachbar kann ich anscheinend auch noch hin. Der bringt vielleicht auch noch was. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Okay, gehen wir noch zum Nachbar hin. Wo ist der? Der ist da, da. Vielleicht gibt der uns 100 Kaschis, einfach weil wir so geil sind. Und blockende Pflanzen, das ist ja ziemlich geil. Die Pflanzen sind schon auch witzig irgendwie. Sonst haben sie ja relativ gute Texturen verwendet, sagen wir mal so. Und die Pflanzen, die sind einfach Ohrfarbbatzen. Eine Farbe und die einfach hinklatscht. Keine Textur, keine gar nichts. Das ist wirklich zum Bekritteln. Genau, da war doch das mit der Säure, oder? Moment. Okay, das war mal Geld jetzt für die Fähre, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, da ist nicht unleserlich, denn wir haben Gallussäure. Hier ist ein sehr interessanter Plan der Kanalisation. Aber du musst warten, bis ich ihn restauriert habe, bevor du ihn sehen kannst. Dazu brauche ich ein Fläschchen Gallussäure. Leider gibt es davon keine mehr auf unserer Insel. Okay, dann muss ich ihm die Gallussäure geben. Okay, dann machen wir es so. Ich hoffe, ich brauche den nicht für was anderes auch noch. Genau das brauche ich. Ich werde es für den Plan der Kanalisation verwenden. Okay, dann gib mal Gas. Ah, vielleicht kommen wir jetzt über die Kanalisation nachher gratis zum Kreideturm. Vielleicht gibt es da so einen unterirdischen Weg. Das wäre vielleicht auch eine Option. Gib Gas oder ich spuck da hinten rein. Schaut irgendwie komisch aus. Die Gallussäure hat einen Text zum Vorschein gebracht, der zuvor unsichtbar war. Hier ist von der kleinen Pyramide die Rede, die ich haben soll. Hier, nimm sie. Was, eine kleine Pyramide? Dein Nachbar hat dir gerade einen pyramidenförmigen Schlüssel gegeben. Aha. Aha. Ah. Moment. Guten Tag, lieber Nachbar. Guten Tag, Twinson. Noch einmal danke für deine Hilfe, Twinson. Diese Pläne werden langsam verständlich. Du solltest sie dir ansehen. Es geht um Dinge, die dich sicher interessieren werden. Ich erinnere mich gerade, wo wir in der Kanalisation letztes Mal unten waren. Da hat es ja so eine große verschlossene Tür gegeben. Vielleicht brauche ich dafür diesen Pyramidenschlüssel. In der geheimen Kammer, inmitten der Kanalisation, befindet sich eine Zauberkugel. Der Wettermagier hat sie dort hingestellt. Er behauptet, dass sie in Zusammenhang mit Sendels Weissagung steht. Ich habe den Raum vorsichtshalber abgeschlossen. Er lässt sich nur mit der kleinen Pyramide öffnen. Ja, okay. Nein, das ist jetzt komplett woanders. Ihr habt eigentlich den Raum da ganz links bei der Karte jetzt gemeint, muss ich sagen. In die Mitte? Wir sind in die Mitte doch gar nicht hinkommen, oder? Da war alles versperrt. Okay, wieder Frage an euch. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich zuerst in die Kanalisation oder soll ich jetzt zuerst nochmal mit der Fähre rüber zum Baldino und da das Walkie-Talkie und so weiter holen? Was ist besser? Was ist wichtiger? Was ist geiler für euch? Zurück zur Wüste, okay. Na dann nochmal, ich untersuche jetzt jede Vase, weil wir irgendwie abartigen Geldmangel haben. Weil wenn ich jetzt auf der Wüste drüben bin, dann kann ich schon wieder gar nicht mehr zurück jetzt zur Zitadelleninsel. Das ist ziemlich krass. Vor allem, ja, also wirklich beschissen wäre, so da wäre dann auch wieder ein bisschen grantig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir jetzt drüben das Walkie-Talkie kriegen, dann ruft Zoe an, dass das Auto repariert ist und wir das jetzt abholen können. Wir dann noch einmal extra zur Zitadelleninsel zurück müssen, dann das Auto kriegen und dann noch einmal ein Fernticket kaufen müssen, damit wir mit dem Auto zur Wüste kommen. Also wenn das wirklich so... Wenn es so ist, nachher... Na... Ich bete für das Spiel, dass es nicht so ist. Das war megamäßig beschissen gelöst. Okay! Ja, halt's Maul. Passt, wir wollen auf die Wüsteninsel. Du besitzt eine Fahrkarte für die Fähre. Das Jahr kann ja nicht einfach so ein Jahresticket oder ein Monatsticket oder so ein Scheiß kaufen.
So viel schönes Geld, was da verloren geht. Okay, noch einmal rüber. Die Karte ist in Ordnung. Ja, die Karte ist immer in Ordnung. Wir kaufen noch keine Fakes. Und auf geht's. Bisschen freundlicher ist's. Oh Gott. Ich befürchte schon wieder das Schlimmste. Die Smiles, muss ich sagen, auf Hitbox sind irgendwie extrem schräg. Die haben irgendwie keine guten Smiles im Chat drinnen, finde ich. Ah, kann es sein, jetzt ist mir jetzt unterbewusst gar nicht so, ist da jedes Mal eine andere Videosequenz, wenn wir noch mit dem Boot fahren? Das ist eigentlich auch geil. Oh oh. Das von einem Hai verfolgt worden? What the fuck? Kann es sein, dass die Videos jetzt im Vollbild sind im Fenster? Also mir kommen sie auf jeden Fall nicht mehr so klein vor wie das letzte Mal. Ich glaube, die Option hat sich gelohnt zum Umstellen. So, dann nochmal zum Baldino hin. Wo war denn der? Der war, glaube ich, links oben, oder? Wenn ich mir ganz... Da ist irgendwie... Auf der Wüste ist das brutale, bedrohliche Musik da und so. Das wäre da Weltuntergangsstimmung. Alles dem Erdboden wird's gleich gemacht. Genervt mir halt. Das ist wirklich lästig, da einfach diese Gegner, muss ich sagen. Achso, das sind die da hinten, die was da diskutieren beim Boccia-Spiel. Ich glaube, da drin war er. Na, was kann denn da jetzt kaufen? Ah, da könnt ihr noch einmal einen Pinguin und Pfeile kaufen. Okay, bringt uns gar nichts. Halt, da gleich wieder den Mullkübel mitnehmen. Ja, und ich glaube, da hinten oben war er aber, gell? Ich glaube, da war er jetzt in dem Haus drinnen. Ah, da nehmen wir wieder den Mullkübel da mit. Was war da hinten eigentlich? Da waren wir auch noch gar nicht unten. Da gehen wir nachher das nächste Mal jetzt noch runter da, bei dem anderen Ausgang da hinten. Okay, Baldino, my friend. Gib uns das Walkie-Talkie. Hallo, Jerome. Hallo, Twinsen. Auch mit diesem besonders guten Teleskop habe ich nur ein paar fliegende Untertassen hinter dem Mond vorbeihuschen sehen. Die Esmeria müssen wohl auf der anderen Seite leben. Und hier ist das Funksprechgerät, das ich für dich gemacht habe. Hatte vergessen, es dir zu geben. Tut mir leid, aber ich bin mir sicher, dass es dir noch gute Dienste leisten wird. Du besitzt jetzt ein Funksprechgerät. Mit ihm kannst du Anrufe deiner Freunde empfangen. Hey, hey! Okay, was bringt mir das jetzt? Ja. Okay, keine Ahnung, es bringt absolut gar nichts. Was ist da? Hallo? Und hast du etwas gefunden, um den Dinofly zu heilen? Ich habe beschlossen, Magier zu werden. Dann kann ich den Dinofly selbst heilen. Okay, das haben wir irgendwie alles gesagt. Kann jetzt seine Truhe da hinten öffnen? Nein, nicht wirklich. Hä? Hat's nicht geheißen, dass Zoe mich anruft, sobald ich das Walkie-Talkie kriege? Was ist das für eine Verarsche? Auch mit diesem besonders guten Teleskop habe ich nur ein paar... Ja, bla bla bla. Oh Gott. Muss ich echt nochmal zurück jetzt? Falschspieler! Hallo, Twinsen! Ich habe das Auto repariert. Kannst du es ausprobieren? Ich bringe es dir auf die Wüsteninsel. Ha! Heureka, ist das geil. Oh, es ist echt ein bisschen netter. Wir müssen nicht nur mal zurück. Geil. Okay, sehr fein. Ja, rausgehen hat anscheinend das Event getriggert. Sehr fein. Ich würde jetzt aber zuerst noch da hinten runtergehen. Jawohl. Wir müssen nicht nur mal zur Zitadelleninsel. Das hat mich jetzt gerade sehr frustriert. Was ist da? Da hat die eigentlich vermutet, dass das so... Ah, da muss ich einfach drüber laufen. Okay, ich hab gedacht, die kann ich aufheben. Das sind ziemlich geile Pflanzen, würde ich sagen. Das ist so ein böser Kaktus. Was ist das? Die Pflanze, da schaut auch verdächtig aus. Kann ich aber nichts machen. Da ist noch eine Glocke. Was bringt die? Boah, das erinnert mich gerade noch. Kennt jemand von euch das Spiel Silver? Das, oh, da kommt ein Schildkröte daher. Das habe ich mal LP gehabt. Das war eines von meinen allerersten Let's Play-Projekte. Oh, hallo, Twinsen. Wenn du dich auf meinen Rücken setzt, kann ich dich ein bisschen durchs Meer schaukeln. Okay, wollen wir das? Da mal das einmal kurz. Eben, da hat es das Glockenrätsel ergeben bei... Boah, wie hat die Stadt geheißen da ganz am Anfang? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Rain, glaube ich, heißt die Stadt, oder? Ah,
Oh Mann, wie geil ist das? Ein Zentimeter von der Schildkröten abgesoffen. Kann das Wasser wirklich so tief sein? Ist das vielleicht? Na, nicht speichern. Laden. Eben, und da gibt es das Glockenrätsel bei Silber. Und deshalb erinnert mich gerade die Glocke. Da will da eigentlich rüberspringen. Was ist das für ein Scheiß?